Die ganzen Krankenwagen sind da. Normalbetrieb. Null Patienten. Das sieht hier aber anders aus. 25. Okay, die kommen ja auch vom Industriegebiet. Ja, vielleicht ist es logisch. 20 Grundschüler. Haben wir hier nicht noch eine Arztpraxis? Ne, das waren die beiden, genau. Ne, da. 0 von 100, okay. Hier ist... Anscheinend das wird das mehr gebraucht. Gut. Feuerwehr, die beiden. Löschfahrzeuge in Verwendung, 1 von 3. 0 von 3. Gefahr ist aber ziemlich hoch, ne? Wegen dem Gebiet wahrscheinlich. Kriminalität haben wir nur eine Polizeistation. Das sieht natürlich ein bisschen schlecht aus hier. Obwohl es 11 von 20 im Gefängnis sind. 4 von 5 Streifenwagen. Hm. Im grünen Bereich sieht meistens immer alles besser aus. Die Kriminalitätsrate ist so gar nicht so hoch. Hm. Das verstehe ich nicht. Wasser ist ganz nett. Strom geht, geht. Wir müssen auf unser Geld achten. Und die Bildung ist ganz nett für die Grundschule. Okay, aber so nebenan zum Beispiel. Aha. Bilden Sie mehr Bürger, um den Stufenaufstieg von Gebäuden zu ermöglichen. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Bildungseinrichtungen alle potenziellen Schüler aufnehmen können. Ja, Jugendliche sind hier, Kinder. Die beiden. Junge Erwachsene ist das, glaube ich, wahrscheinlich. Ja gut, brauchen Sie noch andere Schulen natürlich, ne? So, und hier, wie Sie es sieht, ne, hier ist noch nichts. Bildet euch, bildet euch. Dort wohl ein bisschen, wa? Hier ist es ein bisschen. Aber das sieht man ja, wo die Effizienz hier ist. Hier sind die Absolventen. Das sieht man noch nicht. Aber Effizienz ist natürlich hier hoch. Gut, hier nicht so. Hier könnte noch eine Grundschule sein. Aber immer müssen die auch Oberschulen noch mehr hin. Die unten ist das natürlich noch ein bisschen, naja, gibt's nix. Da gibt's nix. Aber es kostet ja immer halt 10.000, ne? Puh, es ist alles sehr teuer. Und dann noch Unterhalt, ne? 160. Pro Schule. Stromverbrauch, wenn man nachts guckt, ist er natürlich niedriger. Der Wasserverbrauch wahrscheinlich auch. Ich bin froh, dass wir überhaupt ein bisschen Kohle haben. Warum man die Richtlinie nicht aufruft, weiß ich nicht. Die Steuern, ja, sind natürlich hoch. Die würde ich gerne... Ja, gut, beschweren Sie sich im Moment nicht so, ne? Mhm, die werden hier auch gebildet. Hm.
weiß nicht, manche sind so ein bisschen pissig. Ja, und weil hier auch immer die ganzen Stromleitungen sind, da kann da keiner wohnen. Aber also vielleicht macht das auch viel zu dicht dran, denke ich mal. Vielleicht zum Beispiel ein bisschen weiter hier und dann können hier noch welche wohnen. Gut, ab und zu müssen mal Stromleitungen gelegt werden, klar. Manchmal mache ich das vielleicht ein bisschen zu dicht und dann nehme ich den Platz weg. Das ist ja, glaube ich, Quatsch, oder? Gibt's immer noch gut Strom. Das reicht auch nur so ein bisschen, schätze ich mal. Angeschlossen. Aktiv, ja. Gut, da habe ich jetzt nicht viel Platz genommen, aber das Prinzip halt, ne? Hier könnte man so eine Art Parkgedöns hin machen. Kostet auch Unterhalt, ne? Aber so einen kleinen Spielplatz. Neben der Straße natürlich. Platz mit Bäumen, neben der Straße. Das dicke Ding hier, so genauso. Park mit Bäumen. Großer Spielplatz. Kleiner Park. Muss alles hier, ja, muss ich mal gucken. Japanischer Garten, ja, alles neben der Straße. Paradox Park, genau. Was gibt's hier? Wege. Kiesweg. Pflasterweg. Aber wenn du das so machst. Aber wie soll man das denn anschließen? Ist doch jetzt irgendwie, ne? Oder nicht? Kannst auch so Bäume pflanzen, ne? Mögen, das müssen sie doch eigentlich mögen. Ne? Ich weiß es nicht, aber ein bisschen Grünzeug hier. Ich bin ja noch ganz schön am rumprobieren. Zum Beispiel, hier ist jetzt ein Weg. Kann ich da nichts anschließen? Das ist doch dann neben der Straße. Aber warum gibt es denn überhaupt einen Weg? Gut, das ist gut für Fußwege, ne? Ach so, was. Aber kann man mal trotzdem so eine Schleichwege hier machen? Da ist eine Lücke im System. Gut. Wo war ich? Hier war ich. Hier vielleicht. Ich will nicht immer alles abreißen. So. Das gefällt mir. Das ist immer so groß. Gibt es keine kleinen Mini-Pissbäume? Doch. Aber warum sieht das so komisch aus? Was komisch ist.
lalü, lalü. Stufenanstieg eines Gebäudes. Welches denn? Das hier. Verbesserung ist im Gang. Da gucke ich gleich nochmal. Der Ball hat die, ist ja alles immer so dicht besiedelt hier, ne? Was ist das? Keine Ahnung. Ne, aber zum Beispiel. Ne, das ist auch blöd. Bisschen zu Wege für die Fußgänger, ne? Und hier so ein bisschen lang. Schau. Unterhalt ist minimal. Wir laufen da ja auch lang. Gut. Das ist ganz nett. Ah, das ist eine. Gibt es nicht noch eine kleinere Straße? Eine größere, ne? ja, okay, das ist ein bisschen groß. So, jetzt habe ich das, kann ich das austricksen und hier irgendwas anderes hinballern? Wie den kleinen Spielplatz zum Beispiel. Hier ist doch eine Straße, Mensch. Da geht das. Siehst du. Da können auch noch Wohnungen sein. Da. Siehst du, das doch, passt doch alles. Was hat er zu meckern? Steuern sind zu hoch. Auf 13. Okay. Man ist aufgestiegen. Hier haben wir hier unseren Spielplatz. Ich kann das so ein bisschen austricksen. Sieht nicht besonders schön aus hier, ich weiß, aber. Wie groß ist denn sowas hier? Kannst du da auch hinballern? Ne? Das kannst du natürlich irgendwo hinmachen. Da habe ich ja gerade was gebaut, das möchte ich da nicht. Tja, weiß ich nicht. Gibt es nicht etwas doch für Freizeit? Parks und Plätze. Das sind nämlich ein paar. Einzigartige Gebäude natürlich nicht. Das ist auch ganz schön, ne? Zieht natürlich Touristen an. Dekoration, wenn es süß, wenn Parks besser gepflegt. Ja. Mach ich mal ein bisschen höher.
ist nichts Neues. Kriminalität, naja. Gesundheit. Müll, Das sieht so aus. Alles verschmutzt da mittlerweile. Die Verschmutzung steigt wahrscheinlich. Tja. Hier sind die auch enormer Lärm. Was ist denn hier? Der blöde Eckladen, ne? Der blöde Eckladen. Und der Stau hier, der nimmt hier ein bisschen zu. Das ist aber nicht ganz nett. Größer machen hier? Kann ich schon. Aber dann müsste ich, ja, bitte muss es. Ist halt breiter, ne? Ist logisch. Ja, eine Küste ist natürlich Wind. Da müssen wir uns auch nochmal drum kümmern. Ausgehende Verbindungen. Importieren. Export. Tourismus. Wo war denn jetzt die Bildung hier? Dort. Müssen wir hier eigentlich auch noch was haben, ne? Bam. Ah, der ist auch noch da, aber können wir uns natürlich jetzt nicht leisten. Das kann sie bestimmt auch alles viel sinnvoller und ganz, ganz anders bauen. So. Aber es sieht ja schon mal besser aus als vor einigen Folgen, im wahrsten Sinne. Und ja, überall ein bisschen Nachfrage. Na, ja, hier ist ganz schön Logistik. Franks Fischstäbchenfabrik. Kleidung GmbH. Und hier unser Kohlekraftwerk. Da brauchen wir mal irgendwann was anderes. Windturbinen, ne, zum Beispiel. Kosten auch ordentlich Unterhalt. Aber der natürlich noch wesentlich mehr. Megawatt und der produziert 0 bis 8. Ja, aber wenn du da 5 von hast, dann bist du bei 400. Also trotzdem billiger und sauberer. Verschmutzung. Aha. Ist erstmal viel teurer, bringt aber mehr und kostet im Unterhalt. Aha, naja. Der Strom sieht schon wieder ein bisschen schlecht aus. Mach ich mal am Tag 100 und in der Nacht 90. Vielleicht sollte ich das mal ein bisschen so machen. Vielleicht das in der Nacht auch runterstellen mal.
Tag und Nacht muss man ja auch mal ein bisschen beachten. Nicht? Tütata. Ja, warum man hier nicht raufklicken kann im Moment, weiß ich nicht. Hab ich irgendwas blöd gemacht? Das sind die Bereiche, ja. So. Monumente kommen noch. Transport. Ja, das ist auch noch ein großer Bereich, denke ich mal. Die ganzen Transportsachen. Müssen ja auch ein bisschen von A nach B kommen, wenn die Stadt größer wird, klar. Ja, läuft doch alles. Ja, das sieht auch schon besser aus. Steigt alle auf. Das dauert wohl ein bisschen. Ne? Ich dachte, war der nicht aufgestiegen oder irgendeiner war das doch? Hm. Auto angeklickt, weiß ich nicht. Naja, der Prophethausen, der Prophethausen geht's nicht gut, aber deutlich besser als vor einiger Zeit. Und mal sehen, ob wir noch weiter aufsteigen, ob wir wachsen. Wir brauchen natürlich Kohle, Kohle, Kohle. Also, das hier. Geld. Am besten, wenn die Darlehen weg wären, dann würden wir noch 600 mehr einnehmen. Aber manchmal muss man ja ein Darlehen nehmen. Naja, mal gucken, wie es hier weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge von City Skylines in Prophethausen. Bis dahin.